So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Wolfgang. Heute probiere ich mal die Kamera meiner Frau mit dem neuen Stativ aus und hoffe, dass der Ton dann ein bisschen besser wird und vielleicht sogar ein gutes Bild wird. Ja, viel Spaß dann beim Zuschauen. Ich habe vor, mit der Heckler & Koch USP heute einen Präzisionstest zu machen. Eingespannt in dem STS-Einschießbock. Dieser, wenn sich jemand interessiert, ist erhältlich bei Bäckertechnik. Die Firma heißt Motorradheber Rangierhilfen, www.becker-technik.de. Das dazu, ich werde aber unter dem Video nochmal das auch aufschreiben. Die noch etwas zu der Pistole. Die Pistole ist ohne Blowback, deswegen kann ich sie auch so schön hier einspannen und festmachen. Ich werde aber auch noch ein kleines Zusatzteil bauen, um auch Blowback-Waffen damit einspannen zu können. Hinten an der Wand habe ich wieder meine längliche, saubere Scheibe, um die Treffer dann sehen zu können und das Trefferbild vor allen Dingen. Die Waffe habe ich schon ein paar Mal geschossen jetzt und ich hatte das Gefühl, nach 10 Schuss bricht mir der Finger ab. So schwer ging die Waffe. Also habe ich das Magazin rausgenommen, habe ein Flüssigfettspray genommen und habe überall, wo ich rankam, einmal rein oder Abzug ist. Dann habe ich den Hahn runtergehalten, den Abzug ein bisschen betätigt. Dann kann man hier hinten auch das Abzugsgestänge sehen, dort etwas Fett reingemacht. Dann habe ich die Waffe umgedreht, das Magazin raus. Auch dort kann man bewegliche Teile sehen. Auch dort habe ich etwas Fett drauf gemacht, denn das sah alles sehr neu, sehr sauber und sehr blank aus. Und ich denke mal, genau das war die Ursache, denn etwas leichter funktioniert die Waffe jetzt und ich hoffe, dass es noch besser wird. Die erste Testreihe, die werde ich filmen. Der Rest folgt dann in einer Bilddokumentation, wo ich dann Bilder machen werde, hauptsächlich von den Trefferbildern mit den einzelnen Kugeln und dann auch etwas dazu kommentieren. Ich habe jetzt in das Magazin reingeladen, ganz oben, also die ersten Schuss sind 5 Schuss. Es sind diese Mauserkugeln, sag ich mal. Wo haben wir sie denn? Weg sind sie. Irgendwo sind sie noch. Die von Mauser extra für BB-Waffen hergestellten verkupferten Bleikugeln. Und ja, ich hatte mir die Arbeit gemacht und habe die Kugeln mit einer Mikrometermessschraube vermessen und habe sehr unterschiedliche Maße rausbekommen, welche wahrscheinlich auch für unterschiedliche Trefferbilder verantwortlich sind. Aus diesem Grunde habe ich jetzt von diesen Mauserkugeln 3 verschiedene Größen geladen. Die ersten 5 Schuss oben, das sind Mauserkugeln mit der Millimeterangabe eigentlich 4,5, aber nur 4,36 mm.
Dann kommen 5 Schuss, nachdem ich dann die Scheibe dort gewechselt habe, mit 4,34 mm. Das sind die kleinsten, die dabei waren. Und zum Schluss 5 Schuss mit 4,8 mm. Das sind die größten Kugeln, die in dieser Reihe vorhanden waren. So, dann geht der Test natürlich weiter. Den Film werde ich dann an der Stelle beenden und werde dann weitermachen. Ich habe noch vermessen und werde testen die als zweiten Test die Heckler und Koch Stahl-BBs, die mitgeliefert wurden. Diese sind blank. Als drittes die Heckler und Koch die schwarzen BBs. Als viertes die Umarex BBs und als fünftes die Fishbowl Stahlkugeln. Ja, das soll als Vorrede erstmal gewesen sein. Jetzt werden wir mal probieren, ob die Waffe so ausgerichtet ist, dass ich auch die Zielscheibe hinten treffe. Und dann probieren wir es mal. Ich habe also keinen Vortest gemacht. Stellen wir mal die. Machen wir die Sicherung los. Die Waffe funktioniert nur im Double-Action-Modus. Ich werde sie ein bisschen halten. Das sind die ersten 5 Schuss. Und zwar die 4,36 mm. Ich werde die Scheibe wechseln. So sieht das Trefferbild aus. Ich würde sagen, könnte besser sein. Jetzt kommen die Kugeln, die noch etwas kleiner sind. Auch wieder 5 Stück. So, dazu muss ich sagen, nicht mal die Scheibe getroffen. Und die Waffe streicht. So, da hatten wir ein kleines Problem. Die ganz kleinen Kugeln hatten sich verklemmt. Das waren die Schuss mit den größten Kugeln und auch dieser Streukreis ist nicht so sehr berauschend. Das Ergebnis ist aber das, welches ich eigentlich vorhergesehen habe, denn die größten Kugeln hier von den Bleikugeln, die sind immer noch wesentlich kleiner wie die besten Stahlkugeln. Noch einmal zu den Mauser. Das sind Mauser Real Smart BB, nennen sich die, und sehen so aus. Ja, dann bedanke ich mich. Entschuldigung. Das war der erste Test gewesen. Wie gesagt, wenn man mal einen Klemmer hat oder so, ich denke mal, das liegt an den untermaßigen BBs, weil die dann doch nicht vernünftig oben. Also die werden so weit hochgedrückt, dass die untere schon so weit nachdrückt,
dass er nicht mehr richtig abschlagen kann. Es könnte auch am Ventil gelegen haben. Auch dort habe ich noch etwas Öl rangesprüht. Und ich werde den Test dann mit Bildern und so weiter fortsetzen. Ja, ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Ich sage einfach, schaut mal rein bei WPU. Dort gibt es viele Tests, so ähnlich wie meiner und auch ganz anders mit vielen verschiedenen Waffen und auch interessante Diskussionen. Und man kann dort viele interessante Leute kennenlernen. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Na dann, bis dann.